Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Winge Bönisch. Ich möchte Ihnen heute das Bilderbuch Helene Hau ab von Juri Koch vorstellen, das 2015 im Leipziger Lüscherz Verlag erschienen ist. Der Illustrator ist Thomas Leibe. Das Buch umfasst 32 Seiten im Hardcover und kostet 9,95 Euro und ist für Kinder ab 5 Jahre geeignet. In der Geschichte geht es um die Gans Helene, die hier etwas mürrisch aus dem Cover herausschaut. Und der Vater möchte sie gerne zu Weihnachten als Gänsebraten auf dem Tisch haben. Und der Sohn, der die Geschichte als Ich-Erzähler erzählt, startet einige Rettungsversuche, um Helene dazu zu bewegen, abzuhauen, die das alles etwas mit stoischer Ruhe und etwas mürrisch über sich ergehen lässt. In dem Bilderbuch sind ganz viele Anspielungen an Kinderlieder oder Märchen, die mit der Gans zu tun haben, also Fuchs, du hast die Gans gestohlen, oder an Quacks im Bruchpiloten, oder das Gesamtkonstrukt erinnert an die Geschichte von Friedrich Wolf, Weihnachtsmann Gans Auguste, oder die goldene Gans kommt hervor, und das macht die Würze von dieser Geschichte aus, dass man diese Anspielung hat mit den Kindern, dann sie entdeckt und vielleicht auch mal bespricht, denn den Witz verstehen die Kinder erst, wenn sie natürlich auch die anderen Sachen kennen. Wunderschön sind auch die Illustrationen von Thomas Leibe, wieder kräftige Farben. Hier überzeichnet er die Figuren in Mimik und Gestik und in der Körperhaltung. Aber vor allem diese kräftigen Farben sprechen die Kinder wunderbar an. Insgesamt ist es ein sehr schönes Bilderbuch. Auch zu einem wirklich günstigen Preis für ein Bilderbuch. Ich empfehle es gerne und vergebe 5 von 5 Sterne. Bis zum nächsten Mal. Ihre Wenke Bönisch.